good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillG mit TVs Video und herzlich willkommen zum ersten Video von der FIFA 15 Web App. Im Hintergrund seht ihr schon unser Starter Set oder ein Starter Pack, was wir gerade bekommen haben. Wir haben hier ja natürlich nicht so geile Spieler drin. Oh, ein Long, der war ja letztes Mal Silberspieler in Ihre. Luis Neto und Klaasen. Und sonst so Bronzeobjekte. Wir haben bemerkt, dass wir seit Dezember 2011 FIFA 4, ja, richtig. Als Dankeschön senden wir dir ein Geschenk in dem Bereich meines Sets. Mal sehen, wie viele Sets wir bekommen haben. Oh, als Geschenk hier gleich mal hier Treuebonus, dass wir uns angemeldet haben. Also wir haben 6 Stück. Goldset, nur Spielerset, Goldset, nur Spielerset, Geschenke, Goldset und Season Ticket. Season Ticket habe ich. Achso, von der letzten Saison. Achso, habe ich mir ja schon gekauft. Erstmal hier durchgehen. Ich bin auch erst zum ersten Mal in der Web-App hier drin. Also, die kam ja schon gestern Abend raus. Ich nehme das hier gerade um 14 Uhr raus. Das Video kommt heute auch noch online. Ja, gestern Abend bin ich nicht raufgekommen, weil ich eigentlich von vornherein wusste, dass er nichts wert, weil ich Server eh abbrechen, also down gehen. Und ich hatte ja auch recht, da dauerte ja keine Ahnung, wie lange bis man da in Webbrett reinkommt, eine Stunde oder so. Also war nicht so geil. Wir machen hier mal, ach komm, lassen wir einfach so, mache ich nachher, keine Ahnung, sind eh nicht so gute Spieler dabei. Startseite, ihr seht ja schon, unser Wappen ist auch nicht mehr so geil. Transfermarkt, ja, hier kann man immer noch den Namen eingeben, was ziemlich geil ist. Mein Verein, Spieler. Ja, alles gut hier. Long ist der beste Spieler mit Neto. Im Shop gehen wir mal rein. Wir öffnen mal das Geschenke-Set. Hier. Oh, ein Spieler drin. Oh. Die neue Animation ist richtig cool. Und wir haben Pekarik von Hertha BSC drin. Und sonst noch Verträge und Co. Fitnesstrainer. Ja, alles zum Verein. So. Wir haben natürlich noch 0 Münzen. Das ist natürlich klar. Und wir öffnen jetzt in diesem ersten Video von der FIFA 15 Web App. Öffnen wir natürlich gleich, ich weiß nicht wie viele Packs. Wir haben 5. Ja, ich weiß nicht, wir öffnen mal erstmal das Goldset. Da ist nur ein seltenes Objekt drin, was nicht so geil ist. Im ersten Pack haben wir ein Torwart Kuhne. Oh, 1000 Münzen. Oh. Und die haben das hier wieder geändert von den Positionskarten. Das war bei FIFA 13 jetzt so mit diesem Bild da, mit der Ausstellung da, die Tafel da oder wie man das auch immer nennen will. Da haben wir noch Valeri und so, das war bei FIFA 13 so, bei FIFA 14 war das ja ein bisschen anders, haben sie jetzt wieder geändert und natürlich hier gleich mal schön 1000 Münzen abgestaubt. Ja, läuft. Und ja, ich denke mal, wir gucken jetzt gleich erstmal auf dem Transfermarkt hier, suchen jetzt einfach mal. Nein, nicht hier so, sondern so einfach mal Goldspieler. Außerdem konnte man ja auf der Xbox One leider nur ein Early Access, ja, oder irgendwie so kaufen, wie man es auch immer ausspricht, für 4 Euro kaufen, glaube ich. Leider noch auf der Xbox One, nicht auf der PS4, ist natürlich klar. EA und Microsoft, ihr wisst Bescheid, auf jeden Fall Legenden. Ja, für 6 Stunden mal wieder Geldgeil, anstatt in die Web-App Zeit zu investieren, haben sie eben noch so einen Early Access raus, damit sie ordentlich Geld nochmal verdienen. Naja, dann muss ja jeder selbst wissen, ob er das kauft oder nicht. Oh, hier, einer hat schon Philipp Lahm gezogen. 18.000. Ja, das geht eigentlich meiner Meinung nach. Aber die werden wahrscheinlich eh alle steigen. Johoho! 1 Million. Ich glaube selber nicht. Felipe Santana. Ich will erstmal hier ein paar Werte gucken. Boah, ist das nicht hier Pastore? Weil wir machen mal Vollbild hier. Das ist Pastore von Paris Saint-Germain. Das war fail. Are you? Also ist schon abgelaufen. Gehen wir mal weiter. Hier ein neuer Mann von Paris Saint-Germain. Pedro. Oh, Balotelli. Ui. Den können wir auch gleich mal ziehen. Gehen wir mal Mindestpreis ein. Hier so. Gibt schon einen Ronaldo auf mal. Ach, hier müssen wir wieder rausgehen.
Natürlich. Ja, klar. Drei Stück schon. Warte mal, ich will mal sehen. YOLO King, Zero the Hero, Triple, keine Ahnung. Also auf Facebook habe ich auch schon was gesehen. Also da hat jemand Bell gezogen. Die Hahn, YouTuber, hat Diego Costa in Form gezogen. Messi gibt es bisher nur einmal. Diego Costa in Form, also. Ja, also ziemlich geil, aber die Chance ist auch sehr gering, wenn man gleich am Anfang einen geilen Spieler zieht. Ja, wie lange geht das Video schon? Einmal kurz drauflegen, 5 Minuten. Ja, dann öffnen wir noch das Gold und dann ist das erste Video von der Web-App schon vorbei. Und im nächsten Video öffnen wir hier nur Spielerset, nur Spielerset und Season-Ticket. Mal sehen, was wir hier im Goldset haben. Im zweiten. Und jedenfalls mal ein seltener Spieler, aber den Namen will ich gar nicht aussprechen. Oder doch. Komm, wir sprechen wir mal aus. Dijlo Budic. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Name, richtig geil. Aber ein geiler Innenverteidiger, muss ich sagen. Also, FC Nantes Ligue 1. 73 Tempo, 76 Defense, 84 Physis. Nicht mein Kopfball, aber ist aber so ungefähr das gleiche. Hier auch noch ein Ball Premier League. Und einen geilen Ball. Aber den haben wir schon. Haben wir natürlich schon doppelt, zweites Pack, erstes doppeltes Objekt. Jo, bei uns läuft jedenfalls. Alle abstoßen sollen, weg damit. So. Und dann war es das auch schon vom ersten Video von der FIFA 15 Web-App. Ja, unsere Mannschaft sieht ziemlich scheiße aus. Aber ich werde hier mal gleich die goldenen Spieler hinzufügen, die wir gerade gezogen haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ich freue mich schon auf die Packs und dann haut rein. Bis zum nächsten Video und ciao!